Kapitel 14, das Stoßmalziehmal. Noch nie hatten die Menschen ein Stoßmalziehmal gesehen, denn die Stoßmalziehmals sind sehr scheu. Sobald sie einen Menschen wittern, verbergen sie sich in einem Gebüsch. Andere Tiere kann man fangen, wenn sie schlafen und die Augen zumachen. Man schleicht sich von hinten an und packt sie am Schwanz. Aber an das Stoßmalziehmal kann man sich gar nicht von hinten anschleichen. Denn es hat hinten genauso einen Kopf wie vorn. Ja, es hat zwei Köpfe, einen vorn und einen hinten. Wenn es schlafen möchte, schläft erst der eine Kopf und dann der andere. Nie schläft es ganz. Während der eine Kopf schläft, hält der andere Umschau, ob sich auch kein Jäger heranpirscht. Deshalb ist es noch keinem Jäger je gelungen, ein Stoßmalziehmal zu fangen. Also gibt es in keinem Zirkus und in keinem zoologischen Garten so ein Tier. Die Affen nahmen sich vor, für den Dr. Eibolit ein Stoßmalziehmal zu fangen. Sie drangen ganz tief ins Urwalddickicht ein und fanden dort eine Stelle, wo sich ein Stoßmalziehmal versteckt hielt. Als es sie sah, wollte es fliehen. Aber sie umringten es, hielten es bei den Hörnern fest und sagten, »Liebes Stoßmalziehmal, möchtest du nicht mit dem Dr. Eibolit eine weite Reise machen und zusammen mit allen Tieren in seinem Haus leben? Du wirst es dort gut haben, bekommst viel zu essen und du hast fröhliche Gesellschaft.« Der Stoßmalziehmal schüttelte seine beiden Köpfe und antwortete mit beiden Mäulern, »Nein.« »Der Doktor ist doch herzensgut«, sagten die Affen. »Er wird dich mit Honigkuchen füttern und, wenn du krank sein solltest, kuriert er dich.« »Das ist mir egal«, sagte der Stoßmalziehmal. »Ich will hier bleiben.« 3 Tage lang redeten ihm die Affen gut zu und endlich sagte der Stoßmalziehmal, »Dann zeig mir mal diesen vielgepriesenen Doktor. Ich möchte ihn mir ansehen.« Die Affen führten das Stoßmalziehmal zu dem Häuschen, wo Eibolit wohnte, und klopften an die Tür. »Herein«, rief Ente Kika. Voller Stolz führte Chichi das zweiköpfige Tier ins Zimmer. »Was ist denn das?«, fragte der Doktor ganz verwundert. »Nie zuvor hatte er so ein Wesen gesehen.« »Das ist ein Stoßmalziehmal«, erklärte ihm Chichi. »Es möchte dich kennenlernen. Es ist das allerseltenste Tier unserer afrikanischen Wälder. Nimm es mit aufs Schiff, es soll dann in deinem Haus leben.« »Ja, willst du mit mir fahren?« »Zu dir fahre ich gern«, sagte der Stoßmalziehmal ganz unerwartet. »Ich sehe sofort, dass du ein guter Mensch bist. Du hast so einen gütigen Blick. Die Tiere haben dich lieb und ich weiß, dass auch du die Tiere lieb hast. Nur musst du mir versprechen, dass du mich, wenn ich bei dir Heimweh bekomme, wieder weglässt.« »Natürlich lasse ich dich dann wieder weg«, sagte der Doktor. »Aber du wirst es bei mir so gut haben, dass du schwerlich Heimweh bekommst.« »Das ist wahr. Er hat recht«, rief Chichi. »Unser Doktor ist so lustig und so mutig und in seinem Haus haben wir volle Freiheit. Ganz nebenan leben Tanja und Vanya und du wirst sehen, dass sie dich lieb gewinnen und deine besten Freunde werden.« »Wenn das so ist, dann bin ich einverstanden und fahre mit«, sagte der Stoßmalziehmal und nickte den Doktor bald mit dem einen und mit dem anderen Kopf zu.